Space Center zurück. So, und jetzt versuchen wir mal einen richtigen Satelliten zu bauen. Jetzt habe ich den ja nur so aus Spaß hochgeschickt. Und wir machen das Ganze jetzt ein bisschen schneller. Und ein bisschen verschwenderischer. Ha! So, den behalten wir hier. Jetzt ist es so. Ich will das Ding möglichst klein halten und das muss sich abtrennen, sobald es in der im Orbit befindet. So. Und am besten muss es ja seinen eigenen Antrieb haben. Und das erreichen wir natürlich nicht mit so einer. Ich könnte ihn auch übertreiben und so eine Rakete, so einen Satelliten machen, aber das ist ein bisschen übertrieben. Und der Satellit würde dann viel zu viel wiegen. Dieses Triebwerk wiegt ja schon 4 Tonnen. Dieses hier will sogar 6 Tonnen wiegen. Nee, das ist echt zu viel. Aber dafür wurde extra so ein kleines Antriebchen entwickelt. Dieses hier. Jetzt hat es ja nur 1,5 Kilonewton Kraft. Aber vielleicht lohnt es sich. Ich muss noch schauen. Auf jeden Fall, was wir drauf machen. Hopp, hopp. So. Oder wir könnten auch hier am Schluss gibt es sogar noch einen Ionenantrieb. Hat etwa, nee, hat viel weniger Kraft natürlich. Aber hält viel länger. Hat eine unglaubliche Effizienz beim Verbrauch. Kann ich jetzt nicht einblenden irgendwie? Nein, schade. Der ISP, also warte mal. Was? Hier. Man sieht ja Engine Power 50, Engine Power, also Engine Max Power 0,5, Engine Min Power 0,00, ISP at Sea Level. Der ISP, so wie ich das verstanden habe, ist die Effizienz vom Treibstoff, das heißt der Verbrauch im Verhältnis zur Kraft. Also nicht zu diesem Triebwerk spezifisch, einfach zur. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Es ist bei diesem Triebwerk, aber es hängt nicht damit zusammen, wie viel Kraft jetzt das Triebwerk abgibt. Sondern das ist berechnet, inwiefern im proportional zur Kraft. Also da haben wir einen ISP von 4200. Und es braucht Xenongas, damit das betrieben wird. Die anderen Sachen verstehe ich noch nicht ganz. Tut mir leid, mein Englisch ist gut, aber nicht so gut. Dann, wie lange nehmen wir schon auf? Ah, schon fast eine halbe Stunde. Dann würde ich sagen, ne, ich wollte dir noch was zeigen. Ich lasse mich viel zu schnell ablenken. So, hier sieht man auch den ISP. ISP at Sea Level ist 320, also massiv weniger. Der Verbrauch ist extrem hoch. Und der ISP in Vakuum ist natürlich 370, weil dieses Triebwerk besser geeignet ist im Vakuum. Also da ist der Verbrauch definitiv besser. Wo es noch besser ist, bei diesem Atomantrieb, der eigentliche, den haben sie hier reingenommen, aber den gibt es gar nicht in der Raumfahrttechnik. Also nicht direkt, man tüftelt daran, nur das Problem ist eben, er ist atomar und er braucht einen Reaktor. Wie das Ganze ganz genau funktioniert, da bin ich schon überfragt, weil ich ja kein Studium habe in Raumfahrttechnik, aber das ist jetzt egal. So, also was wir jetzt machen wollten, ja genau, den Antrieb. Ich würde mal sagen, wir hauen so einen kleinen Tank, der ist sehr klein, der passt super hier unten dran. Machen wir zwei von denen hin. Wiegt natürlich auch nicht so viel. Ja, wiegt ja fast gar nichts. Nun haben wir die Auswahl, ob wir diesen hier ranmachen. Der hat einen ISP von 20. Er hat natürlich massiv mehr als dieses Ding. Dieses kleine süße Ding hier. Aber wiegt auch natürlich mehr. Wohl. Wisst ihr, was ich mache? Ah, wie viel ist der ISP? 290. 300. Wir nehmen dieses Ding hier. Ist natürlich ein bisschen größer, aber das wird den Zweck schon erfüllen. Und machen zwei von denen dran. Die kann man hier so radial anbringen. Ich mache hier noch eine Winkelarretierung rein. Mein Deutsch ist heute wieder super. Gut, dann hätten wir diesen Teil der Rakete schon. Aber wir brauchen noch mehr. Gut,
Jetzt noch ein bisschen wissenschaftlicher, zu wissenschaftlichen Zwecken. Für was man die hier braucht, fragt mich nicht, Leute. Ich mache die jetzt einfach ran, aus ästhetischen Gründen. Weil ich will, dass er ein bisschen aussieht wie Sputnik. Der erste Satellit im All, der von den Russen hochgeschickt worden, von der ehemaligen Sowjetunion, die meiner Meinung nach eigentlich, klar, die Amerikaner waren auf dem Mond und alles, hatten den Space Shuttle, aber eins muss man einfach lassen, die Russen haben, was den Kampf im All angeht, eigentlich die Nase vorn gehabt, auch wenn sie bei Verlusten weniger empfindlich waren als die Amerikaner. Und haben auch schon ein paar Leute verloren, obwohl die Amerikaner auch. Es gab ja so ein schreckliches Unglück 1986 mit einem Space Shuttle, wo auch, wenn es mich nicht täuscht, Zivilisten dabei waren. Das wäre eigentlich der erste große Flug gewesen für Zivilisten. Und der ging leider schief. So. Okay, genug gequatscht. Ich habe mich vor lauter Schweifen, Abschweifen kann ich hier nicht mehr korrekt handeln. Gut, das hätten wir mit dem Triebwerk. Da hätten wir die Antennen. Vielleicht fügen wir noch ein bisschen was dazu. Die Antennen weiß ich nicht, wozu sie dienen. Das ist schon mal im Voraus gesagt. Hier, wir machen jetzt auch Spaß noch so. Ne, die lasse ich jetzt noch weg. Die machen wir an anderem ran. So. Negativ Gravioli Detector. A device catching and measuring the axis negative. Okay. Mit diesem Ding hier kann man herausfinden, wo das Gravitationsfeld anfängt. Was nicht einmal so schlecht ist. Das haben wir direkt mal drauf. Dann ein Thermometer, das ist auch nicht schlecht. Eigentlich brauchen wir das ja nicht doppelt. Ja, komm, ich lasse das jetzt einfach. So. Und was ist das hier? Ah, natürlich. A device for measuring of the local atmospheric pressure. Warranty void if exposed to air. Was? Okay. Sehr super. Das machen wir auch ran. Das ist unser Multitasking-Satellit. Der braucht alles. Mit dem werden wir vielleicht noch mehr erforschen. Vielleicht brauchen wir diese Dinge überhaupt nicht. Komm, ich nehme den mal weg. Temperatur und G-Messung, das ist uns wichtig. Mache ich aber nur einen dran. Ah, hier kann man natürlich einstellen, wie viel man hier rundherum haben will. Man kann auch 8 installieren, aber das lassen wir jetzt mal lieber. So. Zu den anderen Punkten, da unten komme ich auch noch dazu. Okay. So, was ist das eigentlich? Double C Accelerometer. A device for measuring the local acceleration of a spacecraft. Or gravity. Ah, cool. Das ist natürlich super. Ah, hier kann man die Beschleunigung verstellen. Das ist natürlich praktisch. Und Temperatur haben wir. Gravitationsdetektor machen wir hier unten hin. Und das war's auch schon. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt können wir noch das ein bisschen erweitert schon. Das habe ich auch erst letzten Mal probiert. Dafür habe ich meine Tasten belegt. Hier kann man bestimmte Sachen aktivieren, indem man eine Taste drückt. Und ich habe hier Custom 1. Dann mache ich eben, dass diese Antennen hier ausgefahren werden. Und die Messgeräte dann ab sofort anfangen zu funktionieren. Toggle Sensor. Und Toggle. Plopp. Temperatur. Super. Dann hätten wir das schon mal. Nun kommt jetzt eben das nächste Problem. Energiebedarf. Wir schalten hier wieder zurück bei Parts. So. Energiebedarf. Das Ding braucht natürlich Strom. Und darum werden wir hier... Gibt es so ein Panel, den wir schon mal anbringen könnten. Am besten mache ich die... Ich mache 4 hin. Die mache ich dann. Nee, das sieht doof aus. Die mache ich so hin.
Die mache ich jetzt mal so hin, aber das die nur primär mal für den Anfang. Ich werde hier noch diese hier irgendwo anbringen. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr. Jetzt machen wir Folgendes. Wir verlängern das Ganze noch ein bisschen. Geben hier zu Strukturelemente. Hier gibt es nämlich einen schönen Octagonal Strut. Plopp. Machen wir die drauf. Und hauen die Sensoren einfach auf dieses Ding. Natürlich einzeln wieder. Ich brauche sie nicht doppelt. Dankeschön fürs Verständnis. Vielleicht muss ich sie danach auch wieder aktivieren. Ey, das wollte ich nicht deaktivieren. So. Dann machen wir diese Sensoren hier drauf. Temperatur auch. Wop. So, der Antrieb, den nehme ich noch ein bisschen runter. Nochmal zwei. So. Nun haben wir dieses Ding hier. Nun weiß ich nicht, aber... Das sind Solarpaneele, die man ausfahren kann. Jetzt muss ich anschauen, welches das welches ist. The Alternative Computer SP Metal. L und W, Wide Long. Also die hier. Nehmen wir den hier. Machen den viermal ran, wenn das geht. Hat knapp drauf Platz. Sollte vielleicht funktionieren. Ich hoffe mal, dass es funktioniert wegen dem Antrieb. Sonst muss ich mir was überlegen. Es sollte aber... Moment, schnell, vielleicht. Wenn wir ihn weit unten nehmen. Ach, manchmal geht das eben nicht ganz so schön. Hier. Ja, ist schon ein bisschen weiter unten. Das sollte schon gehen. Gut. Nochmal hier zu Custom Operations, also Custom Dings da. Also die werden jetzt alle aktiviert. Das ist schon mal gut. Mal überprüfen zur Sicherheit. Okay. Dann werden wir diese hier extenden. Sobald wir auch die Taste drücken, dann ist der ganze Satellit aktiviert. Der Antrieb ist eigentlich hier klar. Gut. Blop, schalten wir zurück. Gut, das Ganze muss ja auch noch dekoppelt werden. Und darum gibt es hier Dekoppler. Die explodieren und geben das Ding natürlich frei. So, und da, hier haben wir einen passenden. Ja, warte mal. Den wollte ich eigentlich auch mal probieren. Similar to the... slicing and rocking into two holes, but now in a more compact size. Plopp. Perfekt. Das Ding wird uns ziemlich praktisch werden, hoffe ich mal. Und ich hoffe, es springt uns nicht die Triebwerke weg. Denn ich glaube, das Ding hat natürlich eine kleine Ladung drauf. So eine kleine Sprengladung. So, jetzt schieben wir das Ding wieder in der Mitte. Und zoomen wieder ein bisschen dran. Hoppa. So, perfekt. Dann mache ich mal diesen Adapter hier unten dran. Voila! Und das reicht noch nicht, aber... nee. Perfekt. Eigentlich wird es jetzt schon eine gute Rakete abgeben. Und hier kann man noch die Stufen einstellen. Ich muss noch ein bisschen anders hocken. Ich spiele nämlich ziemlich speziell, muss ich sagen. Ich habe meinen Fernseher vor mir, mein PC ist... Also, mein PC ist am Fernseher angeschlossen. Mit meinem Laptop bin ich über Elgato am Aufnehmen und... Die Tastatur und die Maus liegt auf einem Holzbrett und das Ganze auf einem IKEA-Sessel, also ziemlich speziell. Und das Mikrofon, der Ständer kippt immer hin und her. Ach, das ist doch super. Also, hier sind die Stages, die verschiedenen Phasen der Rakete. So, wir haben hier zeigt es an, hier ist ein Triebwerk, hier ist ein Deckkoppler und hier sind nochmal zwei Triebwerke. Man sieht, ich gehe drauf, werden grün markiert. Dasselbe mit dem Deckkoppler, das zeige ich auch hier. Plopp, wird markiert und da unten auch bei diesem hier, beim Triebwerk von unten. Gut, diese Reihenfolge stimmt ja. Jedes Mal, wenn ich Space drücke, also die Leertaste, wird dann eine Stufe betätigt und somit fällt zum Beispiel, also fängt hier die Triebwerkstufe an, dann gebe ich Gas, dann
drücke ich nochmal, dann fällt natürlich, dann wird der Dekoppler aktiviert und die Rakete wird gehälftet. Oder einfach der überschüssige Teil wird abgeschossen. Und dann kommen oben die zwei Triebwerke, die ich am Satelliten angebracht habe. So. Nun, jetzt ist das Ganze ein bisschen schwerer geworden. Ich will natürlich auch ein bisschen schneller nach oben kommen. Und natürlich auch sicherer. Darum bauen wir in der Rakete noch ein Element ein. Und zwar hier. Advanced SAS Modul. Das SAS Modul dient dazu, dass die Rakete nicht in Schleudern kommt. Also möglichst viele Umdrehungen. Dass einem richtig schlecht wird. Und ich hau das Advanced rein, weil es mir die Flugroute korrigiert. Die ganze Zeit. Es gibt auch ein anderes SAS-Modul. Dieses hier, das korrigiert nur in Fällen, wo es eine extreme Fliehkraft entstehen lässt. Also wenn ich mich wirklich in einen Kreis drehen sollte, das unglaublich ist. Darum nehme ich aber trotzdem lieber dieses Ding. Ist ein bisschen schwerer, aber dafür bringt es mich sicher nach oben. Und kann es dann auch aktivieren und dann ist alles safe. So. Und eben, wir wollen ja schneller nach oben, wie ich gesagt habe. Dann mache ich noch andere Dekoppler ran. Das sind so Seitenmodule, wie dieses hier. Und da hauen wir jetzt gerade mal, so machen zwei so hin. Natürlich will das Ganze nicht immer mitspielen. Auf der anderen Seite ist es ja rot, also drehe ich das mal, gibt es einen Trick. Blopp. Nee. Komm. So. Und jetzt ist es dran. Perfekt, natürlich. Symmetrisch, was wichtig ist in diesem Spiel. Weil die Gewichtsverteilung, das kann ich eigentlich zeigen. Da unten gibt es Zentrum von der Hochhebung, wenn man Flügel macht. Zentrum der Antriebskraft und Zentrum der Masse. Zentrum der Masse ist hier, dieser Kreis. Also hier ist der schwerste Punkt, auch im All. Das ist der schwerste Punkt, im Moment noch. So. Also wenn das ganze Ding hochfliegen würde. Natürlich wirkt das Ganze nach unten und wir müssen nach oben. Gut. So, dann nehme ich mal diese Booster hier. Diese Booster sind eigentlich ganz speziell. Die mache ich jetzt hier ran. Die werden wir dann später einfach wegkoppeln, denn wir brauchen sie nicht bis nach oben. Das spart uns erstens an Gewicht und zweitens, ja, wenn die verbraucht sind, braucht man die ja sowieso nicht mehr. Also weg damit. Mache ich noch die Kappe hier rauf, so plupp, damit es schön aussieht. Gut, dann natürlich hier muss ich dann jetzt wieder was verschieben. Das ist der untere Antrieb. Packe ich den, schiebe ihn da unten rein, damit es alle gleichzeitig zündet. Dann fliege ich nach oben, dann wenn die aufgebaut sind, plupp, schieße ich die weg. Wenn ich dann genug weit oben bin, plupp, schieße ich den Satelliten von der ganzen Rakete ab. Gut, jetzt das Ganze muss noch ein bisschen stabilisiert werden. Das Ganze machen wir hier mit diesem Launch Stability Enhancer. Das ist ganz einfach, am besten bringen wir die. Die können wir nur bei Booster hier direkt unter den Triebwerk anbringen. Ich habe keine Ahnung wieso. Plopp, perfekt. Und dann ist das so eingehakt. Jetzt das Wichtigste ist, das geht viel mal vergessen, ist, dass wir dieses Ding kombinieren mit der gleichen Stufe wie der Startstufe. Sonst kommen wir nicht nach oben, rutschen nach unten, unsere Rakete explodiert. So, das ist jetzt unsere neue Rakete, die nenne ich aber jetzt Mucknick 2, also 2i. Fangen jetzt eine neue Mode an. Das ist die Mucknick 2. Save. Gespeichert. Und ich würde sagen, die probieren wir jetzt auch gleich aus. So. Okay, wichtig ist,